Willkommen zurück zu Discworld für den PC mit Rincewind, dem Zauberer aus der Scheibenwelt, basierend auf dem Terry Pratchett-Roman. Beim letzten Mal sind wir ein bisschen über die Dächer marschiert und haben eine Leiter von oben Ich runtergeholt. schätze, beim Luxusmodell sind die Sprossen mit besserem Bindfaden befestigt. Das würde Sinn machen. Es sieht so aus, als hätten sich die Untertitel ausgeschaltet, weil ich das Spiel zwischendurch neu gestartet habe. Da vorne haben wir ein Assassinenleben. Hallo, Mr. Assassine. Von der Assassinengilde nehme ich an. Und nicht sehr kompetent. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Ich mag den Spruch. Ja, dann gehen wir doch dieses Mal weiter, anstatt uns auf die Dächer transportieren zu lassen. Hier vorne hätten wir nämlich noch ein Schild. Thomas Silberfisch, Alchemist Extraordinarius. Silberfisch. Es ist eine Tür. Und zwar die des Alchemistenladens. Ja, mein Gott, eine Tür, die sogar ausgeschlossen. beschriftet ist, ist ja unglaublich. Okay, was haben wir hier noch? Ein Rohr. Bevor wir reingehen, gucken wir uns mal in Ruhe um. Das Rohr führt in den Alchemistenladen. Aha. Vielleicht dient es dazu, Dämpfe oder so abzuleiten. Nach unten raus. Ist klar. Sieht eher wie ein Abfluss aus. Da unten ist nämlich auch ein Ausguss oder sowas. Heim einer gewöhnlichen Maus, wenn ich mich nicht irre. Ein Mauseloch. Das funktioniert nicht. Dann nicht. Okay, dann gehen wir doch mal in den Alchemistenladen und sagen Hallo. Guten Tag. Sie führt zur Gasse, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Das ist aber nett. Ja, lange wollen wir hier wahrscheinlich auch nicht bleiben. Da hätten wir einen Apparat. Das könnte ich stundenlang beobachten. Dann tu's doch. Das funktioniert nicht. Oh. Streifen. Seltsam. Streifen mit vielen kleinen Bildern. Und mit Löchern an den Seiten. Scheinbar macht er hier Super 8 Filme oder sowas. Das funktioniert nicht. Oh, kann ich nicht mitnehmen. Da ist ein Kamin. Hallo Kamin. Sieht mächtig heiß aus. Jemand sollte was dagegen unternehmen. Spring doch rein. Ein Blasebalg. Das funktioniert nicht. Aber du kannst das Feuer damit anheizen. Es wimmelt geradezu von Möglichkeiten. Ja, wie das Ding benutzen, um das Feuer anzuheizen, das wir jetzt gerade nicht brauchen, aber hey. Sanitäre Anlagen im Innern des Hauses. Da behauptet noch einer, dass es in Ankh-Morpork an modernem Komfort mangelt. Ja, ich bin mir sicher, die funktionieren auch alle, eindeutig. Kannst du mal zur Seite gehen, ich will das Ding benutzen. Das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Kann ich den Glaskolben benutzen? Was ist da drin? Sieht wie siedendes Öl aus. Können wir da drin was braten? Das funktioniert nicht. Haben wir was zum Braten? Ich habe einen Wurm, den können wir da drin braten. Können wir gebratenen Wurm machen? Das funktioniert nicht. Oh. Ich hätte gerne gebratenen Wurm gehabt. Na gut, da wäre ein Kasten und ein Alchemist. Lass die Kamera in Ruhe. Ach, das ist eine Kamera. Scheint ein kleines Heim für ein sehr kleines Geschöpf zu sein. Oh. Wir dürfen uns das Ding tatsächlich angucken, wie es aussieht. Da drin scheint jemand zu wohnen. Das funktioniert nicht. Kabelauslöser. Was damit wohl ausgelöst wird? Probier's aus. Guten Tag. Da drin scheint jemand zu wohnen. Ja. Das funktioniert nicht. Wie man sieht. Aber er reagiert auch nicht auf uns. Hallo. Können das mich ärgern? Sonst scheint es aber keine reagierenden Punkte zu geben. Haben wir das Ding jetzt aufgemacht? Kobold. Lass den Kobold in Ruhe. Aber... Komischer kleiner Kauz. Sieht ganz wie ein Alchemist aus. Naja, einen längeren Bart als Entweder du. Entweder ist er einer, oder er versteht es gut, sich als Alchemist zu tarnen. Ja, wer weiß, du tarnst dich auch als Zauberer, Mr. Rincewind. Heureka, ich hab's. Endlich klappt es. Jetzt ist die Oktozellulose perfekt. Was klappt? Huch, nichts. Es klappt überhaupt nichts. Ach komm schon, du hast doch gerade was gesagt. Nein, habe ich nicht. Es ging dabei um ein Okto-Dingsbums. Psst, nicht so laut. Na schön, aber du musst mir mit einem Zaubereid versprechen, nichts zu verraten. In Ordnung. Nun? Zaubereid. Nun was?
Wo bleibt der Eid? Er ist geheim. Deswegen ist ein Zaubereid. Ich höre bestimmt nicht zu. Nein, das geht nicht. Was hältst du davon, wenn ich die Gestensprache benutze? Deutlicher kann man sich kaum ausdrücken. Nun, du siehst hier den Beginn einer neuen Ära in der Unterhaltungsbranche. Meine neue Oktozellulose wird die Welt revolutionieren. Stell dir vor, bewegliche Bilder. Was? Reichtum erwartet mich. Bald sind die beweglichen Bilder in aller Munde. Du hast wieder zu nah am kochenden Quecksilber gestanden, wie? Super 8-Filmer. Jedes wahre Genie hat ein Laster. Es bringt uns voran. Pass nur auf, dass du nicht unter den Laster gerätst. Bewegliche Bilder? Wie funktioniert das? Nun, die Streifen aus Oktocellulose sind transparent. Wenn man sie bemalt und von hinten Licht durchleuchten lässt, so erscheinen Bilder an der Wand. Wir bringen den Streifen in einem Kasten mit Zahnrädern und Spulen unter. Klingt laut. Das Klicken gehört zur allgemeinen Atmosphäre. Und wie entstehen die Bilder? Es befindet sich ein Kobold im Kasten. Wenn ich das Fenster öffne, malt er die Bilder. Er malt sie so schnell, wie ich den Streifen an ihm vorbeikurbeln kann. Ein Kobold, wie? Nun, und wie willst du dieses neue System nennen? Ich weiß nicht genau. Denk einfach an das herausstechendste Merkmal. Es handelt sich um bewegliche Bilder auf Streifen. Na bitte, nennen Sie so. Natürlich, Streifen. Danke. Streifen? Name. Ja, Streifen halt. Umgangssprachlich, aber Streifen. Okay, wir können scheinbar den Kobold noch nicht kriegen. Wir haben auch keine Gesprächsoption mit ihm, dann verschwinden wir erstmal wieder. Wir werden wohl irgendwas brauchen, womit wir den Kobold erschrecken können, denn wir brauchen ja ein schreckhaftes Wesen. Und so ein Kobold sticht mich doch als sehr schreckhaft. Eine Sache wollen wir noch machen. Wir hatten da oben nämlich diesen schönen Drachen, zu dem wir mehr oder weniger hin können, wenn wir oben aufs Dach gehen. Also gehen wir mal eben mit Bremswind nach oben aufs Dach zurück. Kratz, kratz. Ja, mal gucken, ob wir tot wieder begegnen gehen. Einmal bitte auf den Turm hoch. Dauert auch nur eine halbe Stunde, jedes Mal da hochzuklettern. Ich liebe diese 3 Pixel im Hintergrund. Schwupp. So, dieses Mal habe ich unseren treuen Spiegel mitgebracht, den wir hier mal verwenden können, um... Ja, machst du es auch? Ja, jetzt macht das auch. Um den Drachen da vorne, so viel zu die Mütze hält, auf uns zu lenken oder andersrum. Wie machen wir das? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Kannst du den Spiegel benutzen? Ah, okay. Ja. Ah. Hallo. Das sieht nach einer guten Idee aus. Oh. Ausgezeichnet. Und nun erledige die Leute. Ah, mein Spiegel. Gute Arbeit, Ruhe. Die Truhe ist immer da, wo man sie braucht. Ja, gut. Irgendwie haben wir es geschafft, den Drachen auf uns zu lenken, zu uns rüber zu holen. Und er hat sich nur mit dem Spiegel unterhalten, anstatt Bremswind eine reinzuwürgen und ihn zu verkohlen. Boah, soll mir recht sein. Dann können wir von hier oben ja wieder verschwinden. Dann haben wir jetzt den Drachen-Odem, den wir ebenso für unseren Drachendetektor brauchen. Und irgendwie haben wir uns dabei nicht umgebracht. Dürfen wir uns wieder bewegen? Dankeschön. Zu gütig. Dann müssen wir nur einmal wieder zum Fenster zurück, dann haben wir das geschafft.
Keine Assassinen, die hier oben gerade langflitzen wollen. Das finde ich gut. Das spart Zeit. Irgendwann fällt er da runter. Ach, das schon wieder. Boom. Wunderschön. Hätten wir das Gebiet also auch erstmal abgearbeitet. Es gibt sicherlich noch weitere Dinge zu tun. Wir waren gerade in der Gasse. Wir hatten hier vorne noch die kaputte Trommel, zu der wir noch nicht hingegangen sind. Dann gehen wir mal weiter zur kaputten Trommel. Hübsche Trommel. Schade, dass sie zerbrochen ist. Ja, traurig. Ja, Tische mit Gläsern drauf. Ganz klar, eine Taverne. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Zum Glück habe ich an einem Kursus für Objekterkennung teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch, Bremswind. Da ist der Rausschmeißer, ob der uns überhaupt reinlassen wird. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Nun, um rausgeschmissen zu werden, muss man erst einmal eintreten, nicht wahr? Sofern der Rausschmeißer einem reinlässt, da. Hoffentlich ist er freundlich zu mir. Hm. Sieht verdächtig nach dem Eingang der Taverne aus. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich grüße dich. Hallo. Bist du ein... beginnt mit dem U. Ein Unruhestifter? Tolle Stimme. Nein. Warum fragst du? Oh, ich mich langweilen. Das der Nachteil ist dabei, Rausschmeißer zu sein. Manchmal man warten muss mehrere Minuten, bis sich Gelegenheit zu einem guten Kampf ergibt. Es ist zu ruhig hier. Wenn hier nichts zu tun, mir wird so langweilig, dass ich manchmal haue auf eigenen Kopf, um zu vertreiben ein wenig die Zeit. Ich meine, wenn nicht jemand Prügel herausfordert, kann nur warten ich. Wirst du dafür bezahlt? Ja. Ja, man mich bezahlt dafür, Leute zu... beginnt mit dem H. Zu hauen. Schlägst du einfach wahllos zu? Oh, ich nicht benutzen kompliziertes Zeug wie wahllos. Ich gebe eins über die Rübe den Leuten, die in der Taverne machen's dunk. Klingt nicht schlecht. Bekomme eine Zulage wegen Abnutzung der Knöchel. Aber das mit der Langeweile schlimm ist. Armer Kerl. Ich glaube manchmal zu hören, dass die Leute geschlagen werden wollen. Vielleicht ich meinen Job ändern und haue alle, die vorbeikommen. Oder du das hältst für übertrieben? Ich glaube, das solltest du besser lassen. Badum. Entschuldige bitte, ich verstanden habe, du sollst ihm was verpassen. Muss sein von den Verwechslungsdingern. Ist dein Kopf heil? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das ist ein guter Spruch. Hab doch nicht zu fest gehauen, oder? Oh ja, danke Mutter. Ich bin soweit in Ordnung. Es ist nur eine kleine Beule. Zum Glück war er nicht zu hart, der Schlag. Ja, ja, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Oh. Oh, entschuldige. Bitte entschuldige. Er ist der Instinkt. Geht immer wieder mit mir durch. Instinkt? Du ein wenig angeschlagen aussiehst. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Ich sollte mich besser hinlegen. Das war zu erwarten. Aber was hat er verstanden? Das oh, ist die große Frage. Meine Güte, wie sehr ich mich schäme. Ich verstanden habe, hinlangen. Das ist weit hergeholt. Ja. Entschuldige bitte. Ich glaube, jemand ruft mich. Wunderschönes Gespräch. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, wenn er uns lässt. Er lässt uns. Naja, er hat uns ja auch schon dreimal geschlagen. Jetzt muss ja gut sein. Willkommen in der Taverne. Fangen wir doch mal hier vorne an. Die reagieren gar nicht auf mich. Na gut. Mitländer, kleiner Bursche, Bild. Oh, ein großer psychotischer Barbar.
Das hat mir gerade noch gefehlt. Die wurden doch bestimmt von der Tante auf dem Marktplatz niedergemetzelt. Meine Güte, ein zweiter psychotischer Barbar. Das ist zu viel für mich. Ja, das wird bestimmt ein interessanter Dialog. Offenbar wurde hier jemand gründlich durch die Mangel gedreht. Und trotzdem ist er noch da. Ein prächtiges Bild. Zeigt vermutlich jene Katzen, die bei der jährlichen Katzenschau von Ankh-Morpork die ersten Plätze belegt haben, wie? Hey, das stimmt! Und es ist des Nachdenkens wert. Okay. Kann ich das mitnehmen? Das funktioniert nicht. Es sieht doch nicht so aus, als ob. Reden wir doch erst mit dem kleinen Burschen. Weg mit dir! Ich habe genug! Bin gerade zusammengeschlagen worden. Und zwar ohne irgendeine Erklärung. Oh. Ich schreie, wenn du noch näher kommst. Hi. Weg mit dir! Ich Kann ich näher kommen? Nicht wirklich. Na gut, dann sind ein paar Mitländer. Machen wir doch das Dümmste, was wir machen können. Ihr seid vermutlich die psychotischen Irren dieser Taverne, wie? Da hast du recht. Wir seien irre, barbarische Schädelzertrümmerer. Außerdem, wir auch Gedärme reißen aus Leib. Cool. Wir Gedärme reißen können dir aus Bauch, wenn du möchtest. Nur ein bisschen. Zum Spaß. Du willst kämpfen? Nein. Macht euch nur keine Umstände. Ich glaube, wir vielleicht töten ihn ein wenig. Dann wir trinken Bier und später ihn ganz erledigen. Töten ein wenig? Später nicht gut. Will kämpfen jetzt. Wenn wir bitten ihn freundlich, dann er vielleicht umdrehen sein Glas und uns auffordern, ihm aus dem Leib zu reißen Gedärme. Möchtest du, dass wir dir aus dem Bauch reißen Gedärme? Nein. Derzeit bin ich sehr in Anspruch genommen. Mal sehen, was ich später für euch tun kann. Also wir dürfen unser Glas nicht umdrehen, ja? Oder wir müssen es später tun. Oh, und ihr seid? Wir Mitländer sind. Stimmt, Mitländer wir sein. Vielleicht kämpfen willst du? Wie bitte? Nein, ich möchte nicht kämpfen. Zumindest nicht mit Leuten, die Öl auf ihre Brustwarzen schmieren. Warum fragt ihr? Stadt sehr langweilig. Wir nicht noch einmal kommen hierher. Ja, viel zu langweilig hier. Gestern Abend, wir haben ein wenig getötet. Hier und dort. Nur drinnen. Ich glaube, ich auch getötet habe draußen. Ein oder zweimal. Ja, ich getötet habe jemanden auf Straße, aber nicht sehr viel. Anschließend uns wieder langweilig und suchen nach Möglichkeit für richtigen Kampf. Du willst kämpfen? Nein, diesen Punkt haben wir bereits geklärt. Vielleicht wir hier können kämpfen später, wenn Leute sind betrunken. Wenn du willst unsere Dienste, brauchst du nur umzudrehen dein Glas. Dann wir zertrümmern deinen Kopf und reißen Gedärme aus dem Leib dir. Ja, in Ordnung. Ich notiere es mir. Das scheint wichtig zu sein, wenn sie es schon zweimal sagen. Entschuldigt bitte. Ich habe das sehr dringende Bedürfnis, einen anderen Ort aufzusuchen. Ja, dann tun wir das doch. Nun, wir sehen uns später. Wenn er schon so den Hinweis gibt. Gut, ich schätze, wir haben erfahren, was wir erfahren mussten. Da wäre ein ängstlicher Bursche. Nun, Angst scheint eine durchaus verständliche Reaktion auf diesen Ort zu sein. Mag nicht falsch sein. Ich sollte mir diese Möglichkeit offen halten. Hallo? Nein, fort mit dir! Keine Geister! Immer mit der Ruhe! Ich bin Zauberer! Ich geb dir einen aus! Was hat es mit den Geistern auf sich, Teuerster? In meinem Zimmer! Ein grässliches Wesen aus der scheußlichsten aller dunklen Tiefen. Mhm. Es nahm einen Passierschein fürs Tor und verschwand damit. Werde den Schrecken nie vergessen. Armer Kerl. Den Passierschein fürs Tor? Am Tor waren wir auch noch nicht. Du hast von nie vergessen gesprochen. Bedeutet das, du kannst einen kompletten Bericht erstatten mit allen Einzelheiten und so? Ist das wichtig? Oh, ich denke schon. Hast du was dagegen, wenn ich mir alles notiere? Sollte ich mich nicht auf eine Couch legen oder so? Ach, am Tisch ist okay. Meinetwegen. Fühle ich mich dadurch besser?
Nein. Erzähl mir vom Passierschein fürs Tor. Passierschein? Entschuldigung, habe ich Passierschein gesagt? Scheinbar wollen wir den Passierschein. Erzähl mir vom Geist. Es war entsetzlich. Da stand er. Wirkte richtig geisterhaft und so. Eine Erscheinung, die direkt aus den Kerkerdimensionen zu kommen schien. Sauste genau auf mich zu, das etwas. Ich habe ein schwaches Herz, fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Bist du ohnmächtig geworden, ohne etwas zu beobachten? Zum Beispiel die Aktivitäten des Geistes? Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist unter das Schmuckkästchen griff, den Brieföffner aus dem Geheimfach nahm, dann einen Brief öffnete, den ich unter der Matratze versteckt hatte. Warum hast du einen Brieföffner in einem Geheimfach? Den Zettel darin las und die auf dem Zettel notierte Kombination verwendete, um den Safe zu öffnen. Aber abgesehen davon erinnerst du dich an nichts. Das ist überhaupt nicht detailliert oder so. Das stimmt. Als ich zu mir kam, war der Passierschein für die Stadt weg. Ja, gut. Also irgendwann klauen wir mal seinen Passierschein oder so? Keine Ahnung. Wir hätten hier Streichhölzer. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Rest der Taverne erkunden werden. Der kaputten Trommel. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwie einen Kobold in unseren Besitz bringen können von einem Alchemisten. Ja, und sammeln weiter Objekte für den Drachendetektor. Bis dahin, see ya!